Endlich in Ushguli angekommen. Die Straße war total easy. Inzwischen ist sie so breit geworden. Erst hier in Ushguli war es ein bisschen schlammig und ein bisschen löchrig, sage ich mal. Trotzdem, also wie gesagt, ich habe kein Allrad benötigt. Jetzt sind wir endlich da. Unser Lager ist da unten. Die komplette Sicht auf den 5000er und warten, bis die Wolken sich verziehen. Und in der Zeit gucke ich mir einfach die Blütenpracht hier an. Das ist einfach hier unglaublich. Ich finde es richtig traumhaft schön hier. Also, ich war ja schon vor 7 Jahren hier und wir waren nur kurz da. Ich habe noch nicht mal geschafft, damals alles mir anzugucken. Aber jetzt, das ist unglaublich. Man hat das Gefühl, man möchte hier hinziehen einfach. Da stehen ein paar Pferde, da hinten ein paar Kühe, die Aussicht auf den 5000er. Thank you.
Das ist ein Hotel, also Lisa, hier ist vollkommen normal. Voll flauschig, gell? Ja, aber die. Bitte? So, vielleicht kommen wir doch später ab beim Essen, weil wir den Kackelstraßen ausweichen müssen. Na, wir gehen jetzt gleich wieder die normale. Da, guck mal, Lisa, die Farbe. Oh ja. Hallo, Kuh. Nein. Bleibst du jetzt bei uns? Da. Aber du kannst nichts anbringen, ne, mit dem Omni, oder? Ich hab nicht kapiert. Total dunkel. Ah, heute mal mit Hannes hier unterwegs. Hallo. Bisschen Offroad. Ich habe mich nicht angezogen, es ist mir zu heiß, sorry. Yeah.